Heute im Retro-Club der Amiga 500 Mini. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Der Retro-Club ist wieder angesagt auf Rocket Beans TV. Ausnahmsweise, na gut, das nicht ausnahmsweise, abonnieren, liken, die Glocke läuten solltet ihr immer, wenn ihr im Format drin seid. Aber ich bin ausnahmsweise der Gregor immer noch, aber nicht alleine hier, sondern Fabian. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Gregor, ich freue mich endlich mal wieder im Retro-Club zu sein. Ich konnte mir es nicht nehmen lassen. Du hast ein so schönes Gerät hier heute am Start, was mir persönlich viel bedeutet, weil ich quasi das Urgerät, das diesen kleinen Nachbau inspiriert hat, viel bespielt habe in meinen jungen Jahren. Ich bin sehr gespannt, wie das so sein wird. Mein erster Eindruck, ich sag's gleich mal, das Gerät ist winzig. Ne? Auf Bildern kommt das echt nicht so rüber, wie klein dieser Mini-Amiga 500 ist. Gerade wenn man den alten Amiga mal besessen hat, das war halt echt ein Klopper, weißt du? Der hat den Schreibtisch in Beschlag genommen und hat auch ein Gewicht gehabt irgendwie. Und das ist hier halt wirklich eine typische kleine, leichte Mini-Konsole. Dafür aber mit einer Menge Anschlüsse hier oben, ne? Ja, können wir gleich drauf eingehen. Es wirkt fast schon so ein bisschen, also ich möchte das fast als Handheld benutzen, ne? Oder wie so ein alter Mini-Computer, wo man sich vorgestellt hat, zwischendurch wirst du dann die Börsenkurse prüfen können oder Sachen ausrechnen. Eigentlich konntest du damit aber nichts machen, außer 10 Telefonnummern speichern und vielleicht noch irgendwie was ausrechnen. Ja, aber dafür hat es mehrere 10.000 Mark gekostet, wenn du sowas dann haben wollen würdest. Du hast es erwähnt auch, Fabian, das ist ein Computer jetzt hier, der gerade, also der war in den 90ern natürlich ganz, ganz beliebt, speziell in Deutschland. Ich war auch ein Amiga-Jugendlicher, das war mein Hauptcomputer für einen Großteil der 90er, habe ihn damals in Schuhkollegen abgekauft. Interessant, dass du das sagst, weil ich habe im Vorfeld mich überlegt, wann ich den so bespielt habe und der Amiga war ja tatsächlich auch schon ein Gerät der 80er. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, der ist 1987 rausgekommen und wir hatten den, ich erinnere mich so dunkel daran, ich war in den 80ern ja auch noch ein junges Kind, aber ich weiß, dass wir den danach zum C64er hatten und dass ich auf jeden Fall viele Jahre Amiga gespielt habe, bevor dann überhaupt so die 16-Bit-Konsolen für mich relevant wurden. Und da war das ja echt ein beeindruckendes Stück Hardware. Der Amiga hat für einen Heimcomputer aus dem Jahr 87 echt tolle Grafiken gehabt. Das hattest du auf dem NES und so in der Regel nicht in dieser Qualität, was du da visuell an Spielen geboten bekommen hast auf dem Gerät. Ja, absolut. Wir werden gleich auch nochmal auf das Miniaturgerät selber eingehen und allgemein die Amiga-Kultur ist ja auch so eine Sache. 87 der 500er, der war ja auch noch mal vergleichsweise ein bisschen zwar modernisiert, aber auch abgespeckter. Den Amiga 1000 gab es schon seit 85, das allererste Gerät. Und das war für die damaligen Verhältnisse einfach schon sehr gut motorisiert mit den Spezialchips drin, was für Grafik und Sound dann, gute Grafik und Sound gesorgt hat. Hatte einen hochgetakteten X68000 Prozessor, sehr ähnlich wie das Mega Drive später und etliche japanische Computer. Und man muss auch sagen, das ist natürlich auch was, was der Popularität des Computers dann auch geholfen hat. Wer vom C64 gekommen ist und dann die Spielebibliothek größtenteils aus der Diskettenbox der Schulkollegen dann bestand, das ging bei dem Amiga dann natürlich auch weiter, denn das war ein bisschen schwieriger bei NES, Super Nintendo und anderswo anzustellen. Also ich erinnere mich an einzelne Amiga-Spiele, die wir irgendwann mal gekauft haben, aber dass ich mich da so detailliert dran erinnere, spricht wahrscheinlich dafür, dass es ein eher seltenes Happening war, wenn man mal ein Amiga-Spiel gekauft hat. In der Regel waren die ansonsten einfach da zu der Zeit. Ich habe das wahrscheinlich als Kind auch nicht mehr hinterfragt, wieso wir diese ganzen blauen Disketten in diesen Boxen zu Hause hatten. Also, dass das natürlich keine legitim erworbenen Kopien waren, die man da häufig besessen hat und die da weitergegeben wurden. Das war ein sehr weit verbreitetes Ding damals auf den Heimcomputern einfach. Ein letzter Punkt, bevor wir auf den Mini jetzt selbst hier eingehen. Ich habe natürlich auch sehr viele Diskettenboxen geerbt, damals sozusagen beim Gebrauchtkauf. Also es war so ein Komplettpaket, sogar mit so einem Dot-Matrix-Drucker mit dem Durchlaufpapier. Das war auch nochmal mit dabei. Da habe ich meine Spielesammlung katalogisiert auf dem Amiga und dann die in Rankings dann gepackt. Welches meine Lieblingsspiele sind, welche Prozentwertung ich dem geben würde und allem drum und dran. Aber zu der Zeit war der Amiga, wo ich den dann hatte, schon so ein bisschen auf einem absteigenden Ast und die Geschäfte waren tatsächlich voll mit günstiger Software. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel mir dann auch dort Turrican 3 geholt zu haben für ein paar D-Mark damals oder Monkey Island 2 habe ich sogar noch gefunden in der Originalfassung für den Amiga und habe zu Hause noch die Fassung. Also ich habe auch noch etliche Retail-Spiele sozusagen, aber natürlich ist es noch vergleichsweise eine Seltenheit. Wir lassen mal die Mats kurz laufen, damit wir einen kleinen Blick darauf bekommen. Der Amiga 500 Mini ist jetzt vor ein paar Wochen zum Aufnahmezeitpunkt rausgekommen und miniaturisiert den alten Computer in einem
man kann es eher Mini-Konsole nennen in der Art, weil im Grunde hat das Gerät zwar die Form eines Amigas in Kleinstfassung, aber eigentlich steckt da Emulatoren-Hardware drin. Ja. Und mit beigelegt für die unverbindliche Preisempfehlung von 130 Euro kriegst du einen Controller, der ein bisschen im Design des Amiga CD32, der Konsolenfassung des Amigas, nachempfunden ist. Du hast eine Maus, wie wir schon gesehen haben, für einige Spiele. Und es sind 25 Games vorab mit drauf verbaut, aus allen möglichen Genres verteilt. Allerdings hat man auch die Möglichkeit, neben den verbauten Spielen ein paar USB-Stick eigene Games beizusteuern. Mhm. Und das ist auch eines der herausragenderen Merkmale des Kleinstgerätes, abgesehen davon, wie gut die Emulation funktioniert und wie sehr akkurat die Spiele abgebildet werden. Weil jeder, der mit dem Computer groß geworden ist, wenn du dem nach seinen 25 Lieblingsspielen fragst, du wirst sehr viel Unterschiedliches dabei mit rumbekommen. Und wir werden auch bei der verbauten Spielebibliothek sehen, da sind viele Klassiker dabei. Allerdings, wenn du jetzt auf solche bestimmte lizenzierten Sachen drauf gehst, viel von den LucasArts Games hast du, also sowas hast du hier nicht mit drauf. Oder ich würde auch sowas wie Lemmings beispielsweise als, das ist das Amiga-Spiel eigentlich schlechthin, obwohl es auch auf vielen anderen Plattformen gewesen ist. Da wird die eigene Variante dann besser funktionieren. Mhm. Du bist auf die Slots hier kurz eingegangen. Wir können das auch mal kurz zeigen, bevor wir hier anschließen. Der Amiga 500 Mini, die Tastatur, ist nur Makulatur. Die funktioniert nicht. Die soll nur hübsch aussehen. Mhm. Wäre auch ein bisschen klein, um da dann drauf zu drücken. Du hast aber hinten dran den Ein- und Ausschaltknopf, einen klassischen HDMI-Port. Du hast, also hier dazwischen ist nochmal der USB-C-Stromstecker. Leider kein Netzteil mit dabei, nur ein Netzkabel, wenn du das Gerät kaufst. Und du hast drei USB-Slots, die eigentlich aber ein bisschen zu wenig sind, wenn man dann den 500 Mini dann betreiben möchte, weil ich werde ihn jetzt mit dem USB-Hub dann verwenden. Und ich werde das jetzt erstmal anschließen, alles, damit wir es in Ruhe spielen können. Einmal HDMI. Mhm. Einmal Strom, wofür ich mein MacBook-Netzteil benutze, was erstaunlicherweise funktioniert, aber steht dann auch auf dem Handbuch dann mit dabei, wie viel Volt und Ampere dafür nötig wären. Wahrscheinlich würde der auch am USB-Port von Fernsehern direkt... Es sollte eigentlich, genau. Also ich glaube nicht, dass der dann so viel schluckt. Und ich habe noch einen USB-Stick vorbereitet, auf dem wir dann die eigenen Spiele ausprobieren werden. Eine Handvoll habe ich mit dabei. Und die Macher des 500 Mini stellen auf der Webseite dann auch regelmäßig eigene Games zusätzlich als Paket zum Download. Mhm. Da gibt es schon eins. Und ich habe auch noch ein weiteres vorab bekommen von dem Publisher, das wohl, denke ich, dann demnächst hinzugefügt werden wird. Plus ich habe eine Handvoll selber beigesteuert. Was auch mit dabei ist, haben wir schon darüber gesprochen, wir haben den Controller einmal. Eigentlich würde man ja sagen, und ich bitte dich mal, Fabian, du siehst da vielleicht neben dir, hast du einen guten Competition Pro stehen. Das ist eigentlich so der klassische Amiga Joystick. Zieh den ruhig, ne? Das Kabel ist, glaube ich, hängt irgendwo, bevor wir die pflanzen. Die Pflanze. Das ist ein typischer, klassischer Amiga Joystick, den ich damals auch zu Hause gehabt habe. In einer anderen Farbgebung, glaube ich, hatte die in diesem Schwarz-Rot, was viele Leute hatten. Im Grunde, das Gamepad suggeriert dir ja ein bisschen, dass die Spiele das auch in Gänze erfordern. Mhm. Du hattest ja eigentlich, glaube ich, nur eine oder hattest du zwei Tasten auf dem Amiga-Joystick? Du hattest grundsätzlich eine, wobei es gingen wohl zwei, wenn du den entsprechenden Stick hattest, aber das haben die meisten Spiele einfach nicht berücksichtigt. Genau, die meisten Spiele waren tatsächlich dafür ausgelegt, dass man nur einen Button zur Verfügung hat, was das war für ist. Links- und Rechtshänder, dass du zwei Buttons hast. Ne? Manche Leute haben den so gehalten, andere haben den so gehalten, je nachdem. Und ich finde die eigentlich auch ganz gut. Ich habe auch mit den Competition Pros gespielt. Die sind, wenn du die heutzutage ein bisschen zocken, mit denen zocken möchtest, so von der Gewichtung her. Ne? Wenn ich die auf den Tisch packe, ich habe das Gefühl, ich reißt dann immer ein bisschen zu sehr rum. Die Präzision ist ein bisschen schwieriger. Und ich habe zur damaligen Zeit auch tatsächlich mehrfach mit einem Mega Drive Pad gespielt, weil die auch diesen neunpoligen Anschluss hatten. Ja, und zumindest ein guter Teil hat damit funktioniert. Das Pad hier hat aber wesentlich mehr Knöpfe natürlich. Mhm. Es ist so ein bisschen so eine Mischung aus vielen verschiedenen Pads. Ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Also der erste Eindruck, wenn man... Es sieht nicht so schön aus. Genau, es ist dem CD32 nachgefunden. Das war die konsolisierte CD-Fassung des Amigas. Die 94, glaube ich, müsste sie rausgekommen sein. 93, 94, wo noch mal ein letztes Mal versucht wurde, den Amiga zu retten, bevor alle zu den richtigen PCs umgestiegen sind. Allerdings, das Steuerkreuz ist eher der PlayStation nachempfunden mit dieser Trennung in der Mitte. Mhm. Ne, funktioniert auch ganz gut. Die Knöpfe sind eher Super Nintendo-Style. Ja. Und man hat noch Super Nintendo-Style L- und R-Buttons hier. Und es steuert sich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Muss man gucken, aber es ist natürlich kein traditioneller Joystick. Und du hast natürlich, das brauchst du auch beim Amiga, eine Maus mit dabei. Die klassische Amiga-Maus mit den zwei Knöpfen sogar mit.
Mikroschalter, ja, die gut. Buttons hier. Aber anstatt einer Kugel hat man unten natürlich jetzt eine Lasermaus. Muss man auch darauf achten, dass man eine vernünftige Unterlage hat. Ich habe einen Glastisch zu Hause, also ohne Mauspad kannst du solche Lasermäuse natürlich nicht wirklich gut dann vernünftig benutzen. Sag nur mal kurz, Gregor, du hast vorhin gemeint, dass es dir, glaube ich, zu wenig USB-Ports wären. Was würdest du denn jetzt noch neben Maus, Gamepad und einem USB-Stick da noch sehen, was man da dran machen könnte also oder würde? Es sind drei Ports. Da ist es einer mehr als beim C64 Mini, was schon mal recht hilfreich ist. Hier brauchst du natürlich, weil keine eigene Tastatur dran ist, ich werde jetzt mit einer USB-Tastatur arbeiten, hab da so einen Funkadapter dran getan. Du brauchst sie aber nicht unbedingt, weil du hast auch eine Software-Tastatur, die werden wir uns gleich kurz angucken für kleine Eingaben. Aber es gibt auch manche Games, Text-Adventures, andere Sachen, wo du auch tippen musst oder, was weiß ich, Flugsimulatoren, wo du Sachen viel auf der Tastatur hier brauchst. Da ergibt das Sinn. Also hast du einen Port, dann hast du die Maus im besten Fall, die du angeschlossen haben möchtest. Brauchst du natürlich auch nicht immer, aber ich würde dann nicht immer wechseln wollen. Du kannst bis zu zwei Gamepads natürlich dann da dran haben, wenn du die willst. Und den USB-Stick für die externen Sachen. Na, und selbst wenn du sagst, okay, du hast Maus, Tastatur, Gamepad und USB-Stick, schon hast du vier Sachen, die das mindestens nötig sind, um dann nicht immer umstecken zu müssen. Und sag nur mal bei dem Controller, der hat ja auch einen Start und einen oder Home und Menu-Button. Was ist denn da der Unterschied bei den beiden Buttons? Weil die rufen ja wahrscheinlich irgendwas der Oberfläche auf des Amiga 500 Mini, ne? Wir gehen ruhig mal aufs Ingame, dann kann ich die Funktion mal zeigen. Und ich werde auf jeden Fall auch schön durcheinander kommen gleich, weil ich den immer als Start-Button behandle, den auf der rechten Seite, deswegen den Home-Button. Deswegen habe ich eben erst Start gesagt und nicht Home. Ja, ich drücke da immer, um die Spiel zu starten und komme immer ins Menü dann zurück, womit man Sachen einstellen kann. Ich habe mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn man ihn startet, dann kann man den Amiga 500 Mini natürlich erstmal mit deutschen Menüs dann verwenden. Übersetzung ist eigentlich grundsätzlich in Ordnung, bis auf ein, zwei Schreibfehler. Lokalisierungsfehler werden wir dann auch noch sehen. Wir gehen mal hier kurz weiter. Was wichtig ist, das wird hier auch noch ein bisschen schwieriger abzubilden sein, der Amiga 500 Mini oder der Amiga 500 an sich. Der Großteil der Spiele ist mit europäischem Hintergrund entstanden. Das bedeutet also, wir haben hier die 50 Hertz Fernsehnorm. Du kannst also nicht grundsätzlich sagen, wie bei anderen Emulatorengeräten, oh, endlich 60 Hertz und volle Geschwindigkeit, sondern 60 Hertz verfälscht da ist eigentlich. Was aber unser kleines Problem jetzt hier heute sein wird, ich werde auch auf 50 Hertz stellen. Nicht wundern, wenn das Bild jetzt hier kurz ausgeht, aber das sehen wir dann gleich wieder. Da wir hier in 60 Hertz produzieren, oder bei 59,94 ist es, glaube ich, was unsere Fernsehnorm hier ist, die wir benutzen. Die Spiele werden jetzt ein bisschen ruckeln und hakeln, dadurch, weil sie in 50 Hertz natürlich abbilden, aber unsere Folge hier in Richtung 60 Hertz aufgenommen wird. Was ich aber gemerkt habe, ich habe sonst in 50 Hertz gespielt und auch produziert daheim Videos, und dass tatsächlich das Scrolling sonst sehr sauber und sehr klar und ohne Ruckler in vielen Fällen ist. Also die 50 Hertz sind dazu empfehlen, selbst wenn Spiele hier anfangen zu ruckeln, sollte es zum größten Teil an der Fernsehübertragungsnorm liegen. Okay. Ja, wenn wir hier reingehen, kannst du die Option hier gleich auch angucken. Du hast gleich deine vorab verbauten 25 Spiele hier drin. Einige wirklich große Klassiker hier mit dabei. Worms kennt man natürlich. Klassiker auf jeden Fall. Zool. Hat man halt gespielt, weil es war ein Jump'n'Run auf dem Amiga. Haben wir das bei den Jump'n'Run-Folgen, die wir gemacht haben, mal thematisiert? Ich glaube, wir könnten darüber mal gesprochen haben. Ja, müssen irgendwann mal wirklich dann nochmal die ganzen Zools und Arrow the Acrobats und Zero the Kamikaze Squirrel auspacken. Da fällt das auch ein bisschen drunter, ist eigentlich nichts Besonderes. Alien Breed 3D ist ein bisschen komischer Pick, weil du hast ja auch Alien Breed drauf, was danach dann kommt. Und der 3D-Shooter, naja, der ist natürlich nicht so geil gealtert. Das ist technisch ganz interessant, mal sowas zu sehen aus einer Frühzeit, gerade wie sowas auf Amiga-Hardware damals lief, aber es ist natürlich nicht schön. Was wir sagen müssen natürlich, es steht zwar Amiga 500 Mini drauf, aber im Grunde steckt da nicht nur ein Amiga 500 Mini drin, sondern auch ein Amiga 600 und Amiga 1200. Ja. Spätere, besser ausgestattete Modelle. Und wenn wir solche Games wie Alien Breed 3D auf einem klassischen Amiga 500 spielen wollen würden, ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt auf dem 500er normal geht. Das 3D läuft da, glaube ich, nicht drauf. Ja, na, das läuft zumindest jetzt hier und läuft wohl im Amiga 1200 Modus und entsprechend auch ein bisschen schneller. Das werden wir auch bei Spielen sehen, die auch auf 3D gesetzt haben. Wie beispielsweise, wo haben wir das denn? Hier, Stunt Car Racer. Oder wir können auch mal reingehen, bevor wir hier nur die Menüs dann durchzeigen. Wir werden jetzt ein bisschen rumprobieren, die Funktionen mal zeigen und auch mal testen, wie so hier alles funktioniert.
die vorbereiteten Spiele, wir sehen gleich, wir haben extra diese Fensternorm hier gewählt. Du hast keine genormten Balken und Größen für die ganzen Sachen. Hier ist jedes Spiel einzeln von den Leuten, die die Sachen vorab vorbereitet haben, so angepasst worden, dass es den nach Möglichkeit idealen Bildausschnitt macht. Bei Stuntcar Racer siehst du diese leichten Balken an den Seiten zum Beispiel. Das lag daran, da wird auf Start gedrückt. Die Spiele konnten flexible Auflösungen verwenden. Die waren nicht wie die Konsolen auf eine Standardauflösung festgelegt, sondern die unterscheiden sich, glaube ich, sehr. Und deswegen hast du wahrscheinlich hier auch immer diese verschiedenen Bildschirmgrößen dann bei den Spielen. Ja, hier kommen wir zum Dilemma. Stuntcar Racer fragt mich, welchen Namen ich eintippen möchte. Da könnte ich natürlich auf der Tastatur, die ich angeschlossen habe, dann Gregor eintippen. Deshalb gut, dass ich dann die hier mit dabei habe. Oder ich kann auf Menü raufgehen und die virtuelle Tastatur aufmachen. Und dann mühselig den hier machen. Wobei, oh, jetzt hätte ich Shift machen sollen. Eine Notlösung. Frage da ganz kurz. Könntest du jetzt auch parallel die Maus verwenden, um da mit dem Cursor die Buchstaben auszuwählen? Ich kann mal kurz gucken. Schneller gehen? Nee, das geht leider nicht. Die Maus ist auch irgendwie, die funktioniert in den Menüs auf jeden Fall nicht. Ich wollte jetzt auch noch fragen, ob was ist denn, wenn du ein Mausspiel spielst? Da war ja auch ein Adventure zum Beispiel, auf das wir später noch kommen werden. Mit der Maus kannst du wieder nicht das Menü dann aufrufen, oder? Nee. Die Maus ist leider nicht im Menü inkludiert. Das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen schade, weil die Maus ist tatsächlich auch eigentlich ganz gut implementiert, wenn du sie dann selber spielst. Und ich würde auch Sachen gerne anklicken wollen. Sie ist rein für Spiele, die die Maus benutzen, dann auch gedacht. Ja. So, ich will mal gucken, kann ich hier schon jemanden auswählen? Nein. Practice, Hall of Fame. Machen wir mal hier kurz. Spiel fand ich Hammer als Kind. Es ist natürlich heute auch, wirkt es super grotesk, das nochmal zu spielen. Aber dass das ein 3D-Rennspiel war und dass es eben diese wahnsinnig hohen Strecken hatte und diesen spektakulären Streckenverlauf, das hat einen damals schon auf jeden Fall umgehauen, weil du gedacht hast, wow, das ist, du bist hier gerade wirklich, fährst hier in 20 Metern Höhe auf so einer Strecke rum und bloß nicht runterfallen. Klar, heute sieht das, also die Framerate geht sogar, würde ich sagen. Ich habe gedacht, es wäre langsamer gelaufen, aber es ist natürlich jetzt kein besonders schönes Spiel mehr. Ja. Aber ich mochte es immer gerne. Ich finde, es hat auch ein ganz schönes Fahrgefühl tatsächlich. Ja, ich kannte es tatsächlich eher vom C64, glaube ich, sogar noch, wenn ich es nicht durcheinander bekomme. Und da war ich auch immer sehr beeindruckt von. Es hat auch immer gute Wertungen in den Zeitschriften bekommen. Ja. Die Powerplay hat es immer gelobt. Du solltest richtig damit liegen, dass es eigentlich langsamer gelaufen ist. Ich hatte auch ein YouTube-Video gemacht und da haben sich auch viele Leute gemeldet und gesagt, oh, so lief das aber nicht auf dem Amiga 500, das war nämlich noch mal zuckliger und ruckliger. Es sollte wohl hier auch dann der Vorteil eben sein, dadurch, dass die emulierte Amiga-Hardware auch wahrscheinlich hier auf stärkere Amiga-Modelle gehen kann. Es ist so ein bisschen ein Unterschied, wenn man sich ein bisschen mit Amiga-Emulation mal auseinandergesetzt hat. Du hast ja teilweise sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten. Nicht nur, welches der Amiga-Modelle du nimmst, sondern du konntest ja auch verschiedene Speichererweiterungen dir dazu kaufen. Spätere hatten von Haus aus zum Beispiel auch direkt dann Support auf Festplatten. Jetzt bin ich umgekippt. Hier unten, du konntest also in verschiedenen Bereichen dann nochmal ein bisschen mehr Power dazu packen. Unterschiedliche Diskettenlaufwerke. Ich habe meinen Amiga zum Beispiel, den ich damals gekauft habe, der 500, der hat hier intern ein Diskettenlaufwerk. Aber ich hatte noch ein zweites. Ne? Ja, was eigentlich super wichtig war, weil viele Spiele über mehrere Disketten gegangen sind und irgendwann wurdest du so zum Disc-Jockey, auf jeden Fall, wo du hin und her gewechselt hast. So Spiele sind hier nicht unbedingt mit dabei, aber es gab die von dir schon angesprochenen LucasArts Adventures, die hatten teilweise Monkey Island und über 10 Disketten. Ja. Das war schon nicht so schön, die auf dem Standard-Amiga ohne externes Laufwerk zu spielen. Exakt. Ne? Was hier gemacht wird, es ist so eine Lösung, die sich über viele Jahre herauskristallisiert hat. Ich hatte selber auf meinem Amiga keine Festplatte. Das war einfach damals zu teuer, um mir eine zuzulegen. Es gab bereits damals schon die Möglichkeit, aus verschiedenen, also Spiele, die mehrere Disketten haben, eine Art Festplatteninstallation zu machen. Das heißt also, der Content der Disketten wurde auf die Festplatte ausgelesen. Und das wurde dann als quasi eine Datei mit entsprechendem gepackten Archiv dann benutzt, während ich hier spiele. Das bereitet mir richtig Schmerzen, wie du das spielst, Gregor. Mit einer Hand und ich wirklich zu. Auf diesen Riss da oben und so. Du machst das Auto noch kaputt, ich sehe das schon. Ja, ich sehe schon. Es ist schon alles angebrochen hier. Es steuert sich aber gar nicht mal so schlecht, muss ich gerade sagen, dafür, dass ich überhaupt nicht aufpasse hier. Ich hätte gedacht, ich eier ein bisschen mehr hier herum.
Es gibt ja auch Spiele, die über mehrere Disketten gehen. Allerdings, die sind hier in den Festplatteninstallationen dabei. Das heißt also, du musst dich nicht kümmern, um virtuelle Disketten einzulegen. Das kannst du leider auch nicht machen mit dem Gerätchen. Und ich gehe mal raus, damit du auch gleich noch mal ein bisschen was ausprobieren kannst. Mhm. Du kannst hier nicht dann Disketten-Images nehmen und sagen, ich binde die in Laufwerk 1 und Laufwerk 2 ein, sondern du brauchst die Festplatteninstallation dieser Spiele. Okay. Und das sind hier vorbereitete Festplatteninstallationen zum Beispiel. Was man zusätzlich machen kann, wenn du hier nach unten gehst, du hast pro Spiel dann 4 Save States, die du machen kannst. Also da merkt er sich, in welcher Stelle ich das gemacht habe. Das gilt übrigens auch für die selbst beigesteuerten Spiele. Die speichern dann die Save States auf USB-Stick. Das heißt, du hast da keine Limits. Yeah. Wenn ich jetzt hier auf A drauf gehe, dann kann ich hier direkt dann weitermachen und für jedes Spiel habe ich das einzeln. Auf der linken Seite oben sieht man, wird noch angezeigt, wird mit Controller gesteuert für bis zu 2 Spieler. Man kann ein eigenes Rating dazu packen. Da auf der rechten Seite das Disketten-Icon zeigt an, ob man dann Save States hat. Favoriten kannst du hier dazu packen oder nicht, genau. Sortierung nach Autor, Genre, ja und so weiter. Und bei den einzelnen Spielen kannst du dir angucken, wie die Steuerung belegt wurde. Die kannst du leider nicht für die vorinstallierten Spiele ändern. Das geht nur bei selbst beigesteuerten Spielen. Kann man denn auch... Gib dir mal weiter, du kannst ja auch mal was aussuchen. Ja, kann man auch irgendwie auf den internen Speicher eigentlich zugreifen? Oder da sagen, ich deinstalliere die Spiele und pack welche in den neuen internen Speicher rein? Bisher nicht. Also ich weiß auch nicht, ob da wie viel internen Speicher konkret ist. Das Gerät ist auch jetzt seit ein paar Wochen erstmal draußen. Da wird, denke ich mal, wie bei den anderen Miniaturgeräten mal ausgelotet. Kann man überhaupt darauf zugreifen bei den anderen Miniaturkonsolen? War es ja häufig so, dass du über den USB-Port auch die Möglichkeit hast, in so einen Dev-Modus reinzugehen und dann eigene Firmware dazu zu packen. Sehr, sehr schönes Spiel, Pinball Dreams hier. Ich sag's ungern, aber jetzt muss ich auf F2 tatsächlich drücken, ne? Dann kannst du das gerne mal über die virtuelle Tastatur machen. Die F-Tasten sind hinter meinem Fenster, versteckt hier. Ich nehme natürlich meinen Lieblingstisch, den Steel Wheel. Steel Wheel? Ja. Ich mag solche virtuellen Pinball-Sachen eigentlich ganz gerne. Pinball Dreams, ich meine, das mehr auf Super Nintendo gespielt zu haben. Ja, das war wirklich für mich eher ein klassisches Amiga-Spiel. Das haben wir ganz viel drauf gespielt. Steuerung ist hier übrigens auch so gelegt, du kannst hier natürlich mit Steuerkreuz und Button machen. Du sollst auch die L und R Knöpfe verwenden können. Ne, die, dass die so das ist Pause, hier der Rechtsbutton. Wo ist denn das rechte? Link. Achso, auf dem. L und R nehmen. Ja, hier. Probier auch mal die Tasten. Ich glaube, die blaue oder die rote Taste müsste der rechte Flipper sein. Also, der Controller ist sehr viel besser, als er aussieht. Ich finde gerade, die Schultertasten sind echt erstaunlich gut, wie die sich drücken. Ja. Ich war angenehm davon überrascht auf jeden Fall. Ich habe mal das CD32-Pad daneben mir angeschaut. Ich habe leider keins mehr daheim. Und es ist auch schon Jahrzehnte her, dass ich eins in den Händen hatte. Das Steuerkreuz ist einfach komplett anders. Ne? Die haben, denke ich mal, die Grundform genommen. Und ich verstehe dann auch die Kritik von vielen alteingesessenen Amiga-Fans, dass da eigentlich ein Competition Pro damit dazugehört. Ich denke, das hat potenziell auch den Grund gehabt, dass sie einfach viele verschiedene Tastaturfunktionen, die für die Spiele notwendig sind, auch auf den Controller verteilen können. Das ergibt schon mehr Sinn, bei so einem Gerät wie dem Amiga mehr Tastenauswahl zu haben. Und was, also gut, das ist jetzt nur ein kleines Kriterium, aber wenn du ein Gamepad beilegst, kannst du das ganze Ding halt am Ende halt auch kompakter verpacken, ne, als wenn du da ein PlayStation Pro reinpackst. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, die Verpackung ist sogar insgesamt zwar ein bisschen breiter, aber kleiner als die vom C64 Mini, wo so ein Competition Pro beiliegt. Du solltest auch den Competition Pro aber anschließen können, zumindest die Variante, die für den C64 Mini verkauft wird. Ich habe jetzt den wir hier haben, das ist tatsächlich so ein USB-Competition Pro, den man an den PC anschließen kann. Ja. Habt ihr hier an dem Amiga 500 Mini noch nicht ausprobiert. Es gibt manche Gamepads, die von Haus aus auch so funktionieren. Ich konnte zum Beispiel das PS4-Pad mit einem Bluetooth-Adapter benutzen, macht. So ein 8-Bit-Du-Adapter wahrscheinlich. Ja, ne? Der hat funktioniert, aber es ist sehr gemischt. Also du hast keine Garantie, dass dein Pad funktioniert und dass deine Tasten vernünftig belegt sind, sondern bei manchen ist es so ein bisschen kreuz und quer. Da gibt es wahrscheinlich mittlerweile Listen im Internet, die sich genau damit auseinandergesetzt haben. Hey, der Controller in dem Anschluss und da sind die Tasten so belegt. Bei den selbst beigesteuerten Spielen, wenn wir darauf gleich eingehen, kannst du aber zum Glück die Belegung zu einem guten Teil ändern und da bestimmen, auf welcher Taste des Gamepads welche Controller-Funktion und sogar Tastaturfunktionen da drauf liegen. Was mir bei Jump'n'Runs insbesondere wichtig ist, weil mittlerweile ich mag es nicht, mit nach oben auf dem Steuerkreuz zu springen oder auf dem Joystick. Furchtbar, es geht gar nicht mehr. Da packst du einfach dann auf die, was ist es hier, ich glaube die A-Taste, die rote unten.
damit du es wie bei Super Mario ungefähr hast. Mhm. Was denkst du über das Delay oder so? Kommt dir das einigermaßen vor? Ach so, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ist mir auch nicht negativ aufgefallen. Also von daher scheint das völlig okay zu sein. Ja. Ich glaube, viel mehr müssen wir auch gar nicht zeigen. Pinball Dreams, sehr schönes Flipperspiel mit vier Tischen. Schade, dass der Nachfolger nicht dabei ist. Pinball Fantasy ist Pinball Fantasy sehr gut. Ja. Es ist von der Verteilung her so ein bisschen auch, also du merkst ein paar Sachen, sie haben sich so einen Kandidaten ausgesucht. Vom Flipper gab es jetzt nur Pinball Dreams. Du hast aber auch manche Firmen, die etliche Spiele beigesteuert haben. Die Bitmap Brothers als Spieleentwickler, die sind hier mit Speedball vertreten. Du hast Kadaver von denen als Action-Adventure. Kadaver und die Chaos Engine ist auch von denen mittlerweile zum Glück deindiziert, sodass man das spielen kann. Und ansonsten ist es eine recht bunte Mischung. Manche Games, ich habe das Gefühl, die werden nicht sauber emuliert. Zumindest eigentlich laufen die vernünftig, aber bei California Games, eigentlich einer meiner Favoriten von damals, auf dem C64 habe ich das sehr, sehr lange gespielt. Es kommt mir hier zu schnell vor. Oh, okay. Ja, in manchen Disziplinen. Es kann durchaus sein, ich habe mich da auch mal in Foren umgeschaut, Leute, die dann noch, bei denen der Amiga 500 noch funktioniert, die das originale Gerät noch daneben packen können. Und es kann durchaus sein, dass das eine Einstellung für die Festplatten-Software-Emulation ist, dass die dann einfach, was weiß ich, dann auch ein bisschen zu schnell eingestellt ist, dass es zwar trotzdem mit 50 Hertz läuft, aber intern die Logik bei manchen Spielen nicht ganz so greift. Und das scheint bei California Games hier der Fall zu sein. Ich kann dir das mal beim Skateboarden zeigen, das fällt mir da auf. Compete in one event. Enter your name. Dankeschön. Da kannst du immer davon ausgehen, dass du natürlich eine Tastatur hattest beim Amiga vorher. Ja. Da wird sich auch kein Spieleentwickler dann zurückgehalten haben. Aber bei solchen Emulationslösungen wird es schwieriger. Oh, ja, ich glaube, einfach Return drücken. Oder Fabian. Oder, ach so, spielen wir zu zweit. Oder zu zweit. Welches Team willst du haben? Ich nehme natürlich das Casio-Team. Das gute Casio-Team. So, bei denen gehen wir mal raus. Gregor Fabian, Spinjammer gegen Casio. So, wir machen mal die Halfpipe. Auch eine wichtige Sache, Handbücher für die Spiele, nur online. Ja, du musst online auf die Webseite draufgehen, weil die Handbücher hier, du kriegst nur ein kleines Pamphlet mit dabei für die Einstellungen, aber nicht für das Gerät selber, sondern du musst alles online gucken. Gerade so ist die California Games. Ich starte mal. Okay, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr. Habe ich das richtig gemacht? Okay. Das war nicht richtig. Aber du siehst schon. Ging das denn nochmal? Ja, es ist schon ein didn't turn in time. Und da musst du teilweise bei solchen Games genau gucken, du bist dran. Okay. Ich glaube, das ist nur Steuerkreuz und Knopf. Was genau du da machen musst, weißt du. Welchen Knopf denn? Den A-Knopf? Ja. Okay. Das ist sehr viel schwerer, als man denkt. Ja. Was muss ich denn da machen, wenn ich da runterfahre, Gregor? Ich guck mal ins Online-Handbuch. Ja. Ich kriege da gar, kein Speed drauf. Auf jeden Fall, irgendwo war es mit von wegen Wechseln und Kickflips oben machen. Das war spektakulär. Haben wir den Wettbewerb schon hinter uns? Wir haben uns beide blamiert. Dann machen wir Practice One Events. Dann müssen wir nicht hier Sachen ausarbeiten. Hattest du mit dem Spiel mal länger Zeit? Ja, aber Zeit auch eher C64er-Zeiten tatsächlich. Die ganzen Spiele, auch Summer Games, Winter Games und so. Oh Gott. Das waren typische C64-Spiele. Ich finde, man sieht auch hier, dass das ein altes Amiga-Spiel ist. Ja, es müsste, was war das, 86 stand da oder so? 87 und 88 sehr, sehr früh passiert worden. So, Games auf der Seite retrogames.biz, die dann entsprechend der Entwickler oder die Firma hinter dem Amiga 500 Mini sind. In Deutschland müsste auch noch Koch dahinter stecken. Ja, die dann steht mit auch unten auf dem Gerät drauf. Vertrieb mit dabei sind. Ja, ich halte es mal hier nur so ganz dezent. Guck mal, ob ich das irgendwie hier 11. Komm, ah, schön den Vogel abgeschossen. Ja, nee, das wird schwieriger jetzt hier in der kleinen Kamera abzubilden, aber die haben auf jeden Fall die Cover aufgereiht, dass du dir die Handbücher hier nochmal angucken kannst. Ich gehe auf California Games. Das sind einfach mal 20 Seiten jetzt hier. Darfst du denn schon sagen, was in diesem zweiten Spielepaket drin ist, was da jetzt dir auch schon bereitgestellt wurde? So, ja, es ist nur ein weiteres Spiel. Das war quasi mit dabei. Also das erste hieß Citadel. Das gibt es auch jetzt schon auf der Webseite zum Runterladen, was auch ein 3D-Shooter ist. Nicht unähnlich Alien Breed 3D. Und das andere Spiel, was dabei war, war Gods.
Der alte Sidescroller von den Bitmap Brothers. Der ist noch nicht offiziell auf der Webseite drauf. Wenn man da auf der Webseite drauf gibt, unter Bonus-USB-Games, kann man sich dann entsprechend das Festplattenpaket herunterladen, auf USB-Stick packen. Ich schätze mal, wenn das schon so vorbereitet ist und die andere Bitmap Brothers-Spiele gehabt haben, dass es nicht nur zum Testen da ist, sondern dass es eins der Spiele sein wird, die in Zukunft dann kommen werden. Möchtest du noch eine Disziplin machen? Ja, komm. Ja, du hast wieder Start gedrückt, um weiterzumachen. Ich krieg das nicht raus. Spiel ist gleich beendet dann? Nee, es geht tatsächlich in den Safe-Modus. Also wenn du auf Start drückst, es dauert hier jeder. Du musst Moment. Auch speichern können. Genau, du siehst es oben rechts, ne? Dann geht es in den Speichermodus, sodass wir wieder zurückgehen können. Aber du kannst wieder mit der gleichen Taste das Spiel weitermachen. Es sieht alles so ein bisschen vom Super Nintendo Mini abgeguckt aus. Also auch die Art, wie du die Safe-States da aufrufst und sowas. Ja, 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 das haben sie, aber das hatten sie schon beim C64 so ähnlich gemacht, beim C64 Mini. Ich hätte mir potenziell vielleicht noch mal ein bisschen mehr Animation oder so gewünscht als in einem Screenshot, aber es sieht schon sauber genug aus, ne? Musst du sagen. Du kannst eigene Spiele wahrscheinlich noch nicht so einbinden, mit dass du da auch ein Cover und einen Text und sowas dann da stehen hast. Ne? Das leider nicht. Das ist alles sehr, sehr menübasiert. Wäre toll, wenn das irgendwann natürlich gehen würde. Das würde ich auch auf jeden Fall bevorzugen, weil das ist schon eigentlich ganz schick gemacht. Ne? Potenziell vielleicht auch nochmal eine andere Musik zusätzlich zu diesem atmosphärischen Dröhnen im Hintergrund. Das ist nicht schlecht. Aber so ein bisschen eigene Themes reinpacken und die Cover mit dazu. Ich finde, das ist eigentlich ganz schick als Paket hier gemacht. Wir werden nochmal ein bisschen weitere Funktionen machen und weiter ausprobieren mit dem Amiga 500 Mini, aber erst nach einem kurzen Spot. Zurück im Retro-Club, der Amiga 500 Mini ist das Thema. Wobei, bevor wir dann weitermachen, ich hatte es eigentlich vergessen, eingangs dann hier kurz zu sagen. Natürlich dürft ihr nicht vergessen, das wunderbare Retro-Club-Merch gibt es mittlerweile im Rocket Bean Shop zu kaufen. Viele verschiedene schöne Shirt-Motive, als auch, ja, da haben wir es hier unten nochmal, als Animation könnt ihr euch eins gerne davon aussuchen. Ja, kann ich sehr empfehlen, ist hochqualitativ und angenehm. Ist das ein neuer Pullover? Der sieht tatsächlich ganz cool aus. Der ist neu, einer der neuen Hoodies. Und ich mag auch tatsächlich den mit dem klassischen Retro-Club-Logo. Mhm. Ich bin anscheinend so ein Beige-Mensch, habe ich dann gemerkt. Was man auch nicht aber vergessen sollte, daneben Fabian, ist das ABC der Videospiele, das offizielle Retro-Club-Buch. Und das sollte jetzt die erste Aufzeichnung sein, wo ich dann auch offiziell sagen kann, es kommt ein zweites. Wow. Ende August 2022. Das ist dann das offizielle DE&F der Videospiele. Ich dachte kurz darüber tatsächlich nach, das so zu nennen, aber damit bringst du dich quasi um in Sachen Verkaufserfolg. Ja, das stimmt. Deshalb heißt es das ABC der Videospiele Level 2 mit vielen schönen Artikeln, die ich übrigens zum Teil jetzt teilweise umschreiben darf, weil Tomb Raider aufgekauft wurde. Oh no. Und der letzte Absatz nicht mehr ganz so stimmt, den ich geschrieben habe. Ach, shit. Aber das macht nichts. Das dürft ihr dann im August euch dann in Ruhe anschauen. Wollen wir aber natürlich nicht unterschlagen. Im ersten Buch ist auch ein längeres Kapitel über den Amiga 500 und Commodore an sich drin, über die turbulente Geschichte, die damals passiert ist. Wieder zurück aufs Gerät. Wir haben uns ein paar Spiele hier angeguckt. Und ja, das waren bisher natürlich Controller-Spiele, die wir gemacht haben. Die Maus ist natürlich auch sehr, sehr wichtig beim Amiga gewesen, gerade für Point-and-Clicks. Es gibt leider nur ein Point-and-Click hier drauf. Dafür ist es aber ein ganz gutes mit Simon the Sorcerer. Kennt man natürlich auch vom PC. Ja. Da gab es den ersten und zweiten Teil in den 90ern. Amiga tatsächlich. Was ein bisschen schade ist, oder vielleicht habe ich auch nur die Einstellung übersehen, aber es ist hier nicht die deutsche Version mit drauf, auch wenn du auf deutsche Texte packst in Amiga 500 Mini. Das heißt, du hast die standardmäßig englische Version hier mit dabei. Die Maus ist dann standardmäßig gleich aktiviert. Dieses Spiel kannst du dann auch nur mit der Maus steuern. Und du hast auch noch eine, auf dem PC hast du zumindest eine Talkie-Version. Das ist bei der Diskettenfassung mit dem Amiga natürlich ein bisschen schwieriger zu machen. Aber solche Spiele mit Sprachausgabe sind natürlich auch noch mal cooler. Ihr seht jetzt hier, ich kann die Maus benutzen. Ich habe kein Mauspad im Moment, aber ich fand eigentlich, dass die recht gut und sauber geht. Du kannst auch mal kurz mal bewegen, Fabian, dann musst du deinen Eindruck mal sagen. Ja, das geht schon klar. Ja,
Wenn die Maus noch ein Mausrad gehabt hätte, mhm. ne? Die kannst du ganz normal am PC anschließen und die funktioniert auch. Ist eine klassische USB-Maus. Ich glaube, ich hätte dann mein erstes YouTube-Video für den Amiga 500 Mini damit geschnitten. als Gag. Aber ohne Mausrad ist es ein bisschen schwierig, das natürlich zu machen. Es gibt ein Kickstarter-Projekt oder zumindest ein Crowdfunding-Projekt, wo jemand eine moderne Maus im Amiga 500-Design macht, die dann anstatt ein Mausrad so eine Art Touch-Feld hat in der Mitte, das als Mausrad fungiert. Mhm. Also die sieht aus wie die klassische Amiga-Maus, funktioniert dann mit Funk, hat die beiden Tasten und ein quasi Touchpad-artiges Mausrad in der Mitte. Würde ich mir überlegen, wenn es nicht so teuer wäre, die nochmal dazu zu holen. Wo wir jetzt gerade hier das sehen, das hat ja einen ganz schönen Pixel-Look. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was man so generell für Einstellmöglichkeiten noch hat, was Grafik oder Ähnliches angeht, falls es da Optionen überhaupt gibt? Da gibt es einige und das hier ist auch ein ganz gutes Beispiel, nicht nur für die Maus, sondern man sieht, es nimmt fast den kompletten Bildschirm hier ein. Das Positive bei dem Spiel hier war es, dass es von der Aspect Ratio, wie es abgebildet wurde, schon ein bisschen, fast schon widescreen-mäßig gewirkt hat. Das heißt, für dieses Spiel konnten die Macher dann hingehen und sagen, hey, wir ziehen bei Vollbildeinstellung das Bild so auf, soweit es geht. Ja. Und schon haben wir so wenig Balken wie möglich. Bei manchen hast du dann auch eher die Briefmarkeneinstellung. Du kannst, wenn du ins Menü reingehst, jetzt habe ich natürlich wieder Start gedrückt, mein ewiges Dilemma hier, die andere Taste, Menütaste ist links. So, wenn du auf Anzeigeoptionen hingehst, wir hatten ja gerade hier Bildschirm anpassen, ne? Da wird das Spiel also auf die volle Größe geschreckt. Du hast drei Einstellmöglichkeiten, hier an dem Beispiel von Another World. Das bedeutet aber nicht, dass alle Spiele dann genauso aussehen. Ja. Fixierte Größe, können wir gleich mal ein Spiel anmachen. Das ist, aber auch die Bildglättung können wir auch mal ausschalten hier kurz. Fixierte Größe würde man, glaube ich, mit Pixel Perfect gleichsetzen. Mhm. Das bedeutet also, ausgehend von der Auflösung des Amiga-Spiels, werden die Pixel mit einer Ganzzahl skaliert, ne, weil eigentlich wäre das Spiel jetzt, was wäre es, 320x240 oder sowas? Ja, ich glaube, es war immer ein bisschen unterschiedlich beim Amiga. Es gibt da keine pauschale Aussage. Genau, zu, aber du siehst es schon, dass es ein bisschen schärfer jetzt natürlich aussieht. Der Amiga 500 Mini gibt in 720p aus, entweder in 50 oder in 60 Hertz. Das heißt also, anstatt dass man nur die kleine Briefmarke hat, wird zumindest mit der Ganzzahl so skaliert, dass du zwar immer noch nach Möglichkeit ein sauberes Scrolling hast, weil wenn solche alten Retro-Games mit krummen Zahlen hochskaliert einfach aufgezogen werden. Die Pixel sind dann auch nicht ganz gerade und das bedeutet, du hast so ein komisches Schimmern bei der Bewegung. Ja. Wenn du hier mal gerade schaust, also das Problem, was wir hier so ein bisschen haben, ist natürlich diese 50-60-Hertz-Diskrepanz, die ich meinte. Und das ist Zulus, das Problem haben wir auch. Zul ist auch das Problem. Was man hier immerhin dann aber sehen kann, ist scrollt. Ne? Und grundsätzlich ist das Scrolling relativ sauber bei dem Spiel hier. Aber dadurch, dass wir jetzt hier mit 60 Hertz und einem 50-Hertz-Gerät spielen, sitzt es ein bisschen schief aus. Aber dafür, durch das Pixel Perfect, haben wir dadurch zumindest garantiert, dass du nicht so ein Schimmern im Hintergrund hast, weil die Pixel einigermaßen gerade sind. Wenn wir jetzt zurückgehen und das auf die nächste Option stellen, so Menü ist rechts, nicht vergessen, auf mittlerer Zoom. Bei Zul sollte es zum Beispiel so gut wie gar nichts ausmachen, wenn ich mich richtig erinnere. Start. Ja, also im besten Fall hättest du hier jetzt etwas, was so ein bisschen noch mal reinzoomt. Eher noch, ich könnte schwören, es ist noch kleiner als vorher. Aber ja, es ist merkwürdig. Ne? Bei Zul ergibt zum Beispiel, beide Optionen sind sehr ähnlich. Bei anderen Spielen würde das jetzt auf die Bildschirmhöhe gestreckt werden. Ja. Ja, und wenn wir, Menü hier, nicht durcheinander kommen beim Reden, auf Bildschirm anpassen gehen, wieder zurück. Also in der Regel dürfte Bildschirm anpassen ja das Beste sein, wenn es das so vergrößert, ohne das Bild zu verzerren, ist das ja eigentlich dann ganz gut. Es sieht ja immer noch okay aus, es sieht nicht vermatscht aus oder so. Ja. Du hast die Glättung jetzt ausgeschaltet, ne? Ich habe die Glättung jetzt ausgeschaltet. Also wenn es so nicht, wenn wir nicht dieses leichte Ruckeln durch das 50, 60 Hertz noch hätten. Ja. Zul ist echt kein gutes Spiel. So. Gerade in der Amiga-Fassung leider nicht. Ne? Ich glaube, auf dem Mega Drive funktioniert es wahrscheinlich ein bisschen besser wegen der standardmäßigen Steuerung. Man würde sehen, es hat doch so ein gewisses Schimmern beim Scrollen. Mhm. Ne? Okay. Weil dann eben auf den hohen Bildschirm, auf die Bildschirmhöhe skaliert wird, aber das leider nicht mit der Ganzzahl bei den Pixels gemacht wird. Das ist immer so ein bisschen, es hört sich immer super technisch an. Mhm. Nicht? Also wenn man mal drauf achtet, man erkennt es nach einiger Zeit bei solchen Retro-Konsolen, deshalb machen die auch immer so viele verschiedene Modi mit drin. Da muss jeder für sich selber mal ausloten, was am ehesten funktioniert. Ich bin eigentlich am besten damit gefahren, rein für Spielen her. Für YouTube ist es ein bisschen weniger geil, indem man den CRT-Effekt mit anmacht, weil dann macht der, also du kannst zusätzlich natürlich nur so eine
Bildglättung machen, dann wird so ein bilinearer Filter dazu gemacht, dass alles so eine leichte Unschärfe hat, aber dafür kein Flimmern. Mhm. Aber ich mag die harten Pixel eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Und CRT-Effekt. Das sieht wahrscheinlich jetzt wieder dann nicht so gut aus hier in dem Fall, weil es für YouTube nicht so gut funktioniert. Ja, es geht, will ich dann sagen. Also ihr müsst mal gucken bei YouTube, weil diese virtuellen Scanlines, die dazu gepackt werden, um den Look eines Röhrenfernsehers zu simulieren, das ist bei vielen Minigeräten einfach sehr, sehr übertrieben, wo du dann einfach dicke schwarze Linien überall da hast. Ich finde es von Look eigentlich okay. Ich finde es gar nicht so schlecht vom Look her. Ja, stimmt. Ist auch nicht, es wird oft dann zu dunkel, auch das Bild dadurch. Es geht hier eigentlich noch. Das geht, genau. Hier wirkt eher ein bisschen kontrastreicher jetzt dadurch. Ja, und es hilft dann, die harten Pixel sozusagen so zu glätten, damit es ein bisschen rundlicher aussieht, ohne dann zu viel an der Schärfe wegzunehmen. Wenn ich nur die Bildglättung dann reinmachen würde, dann hättest du eben diese Unschärfe. Wo ich keinen großen Unterschied sehen konnte, ist das Menü, Anzeigeoption, wenn ich beide Sachen angemacht habe. Mhm. Ich glaube nämlich, wenn ich CRT-Effekt einschalte, ist automatisch auch schon eine Bildglättung mit drin. Okay. Und mein Eindruck war es zumindest, dass Bildglättung nicht so viel dazu macht oder zumindest ist der Effekt vernachlässigbar, wenn du schon CRT-Effekt hast. Wer am ehesten damit leben kann, ich würde sagen, Bildschirm anpassen ist schon okay. Da kriegt man das meiste von dem Bild, von dem Spielbild dann zu sehen und du machst dann die Bildglättung damit dazu, dann ist es vielleicht ein bisschen dumpfer, aber dann flackert und ruckelt es nicht. Mhm. Wir machen es erstmal aus, weil wir wollen für YouTube dann natürlich das auch umso sauberer hier haben. Du merkst es umso mehr bei 2D-Sachen natürlich. Hier ist mal ein moderneres Spiel mit All-Terrain-Racing, ein Top-Down-Racer. Und da merkst du, wenn du wieder auf Start gedrückt, ich bin einfach so blöd. Aber ich habe schon angekündigt, dass ich es machen werde. Ohne Ende. Mal hier rein. Gerade wenn du 2D-Spiele hast, die dann große Bitmap-Flächen bewegen, ne? Da siehst du solche Unregelmäßigkeiten auch umso mehr. Wenn du 3D-Spiele hast, dann fällt dir das ein bisschen weniger auf im 3D-Raum. Da sieht man es hier. Der Amiga hatte eine Menge solcher netter Top-Down-Racer. Ich glaube, es ist auch noch Supercast 2 mit drauf. Ja. Das habe ich sehr, sehr viel gespielt. Genau, das ist tatsächlich eines der Genres oder eine Art von den Spielen, von denen zwei gleich mit drauf sind. Mhm. Supercast 2 natürlich das bekanntere Spiel. Ich glaube, das war wohl eins, was potenziell, also ich hatte schon mal davon gehört, aber es war für mich jetzt nicht als großes Amiga-Spiel. Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr spätes Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ist das zweitspäteste Spiel, glaube ich, hier drauf. Und Worms ist dann das jahrestechnisch letzte. Ja. Der Worms Director's Cut. Ich kann mich auch, war Micro Machines auch schon Amiga? Oder ich habe das eher auf Konsolen gespielt, muss ich sagen. Aber es ist auch natürlich auch so ein typisches Ding. Interessante Frage. Könnte durchaus sein. Also es gab es ja auf dem NES, glaube ich, zum Beispiel. Ja, oder die noch weiter ausgesummten Varianten wie, Gott, wie ist das? Super Offroad Racing? Oder das du weißt, welches ich meine, ne? Dieses, wo du es auf einem Bildschirm siehst. Ja, genau. Solche Sachen sind mit dabei und mit Pixeln kann der Amiga natürlich dann umso besser arbeiten, als wenn du jetzt Polygone und 3D-Grafik reinpackst, aber das ist natürlich nicht komplett ausgeschlossen. Sag mal, es ist keins dabei von diesen typischen Spielen aus der Outrun-Perspektive, sowas wie Jaguar oder Lotus? Leider nicht. Ne? Ich hätte so ein Lamborghini oder ein Lotus gerne mit drauf gesehen, aber du hast tatsächlich nur Supercast 2 und das andere Top-Down-Game. Dafür hast du aber auch solche Blindgänger wie Titus the Fox mit dabei. Ist das echt so schlecht? Ich habe es gar nicht so schlecht in Erinnerung gehabt. Ich habe mich eben schon gefragt, ob das heute jetzt scheiße ist. Ich sag dir was, es könnte sein, dass es hier auch zu schnell abläuft, ne? Weil gleich vom Spiel, also eventuell, ich kann mir nicht vorstellen, dass wieder auf Start gedrückt, ne? Ja, natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen angenehmer oder langsamer auf dem Amiga 500 gelaufen ist als hier. Drück mal auf A oder B. Ich drücke, er lädt wahrscheinlich. Probier mal andere von den Face-Buttons. Dann lädt er wahrscheinlich, ne? Ist aber auch ein Titus-Game. Interessanterweise, im Original war das ein französisches Lizenzspiel mit dem französischen Comedian in der Hauptrolle und wurde dann für den Rest der Welt mit dem Titus-Maskottchen, dem Fuchs, dann ersetzt. Also eigentlich ist das so ein Lizenzspiel mit dem französischen Comedian aus den 90ern. Schade, dass Mr. Nuts nicht drauf ist. Das wäre ganz gut. Das ist schade. Mr. Nuts wäre auch dann cooler. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass es an den Lizenzgeschichten liegt. Das ist doch zu schnell. Es kommt mir zu schnell vor. Ne? Es kann eigentlich nicht so sein. Das glaube ich nicht. Hier ist übrigens nicht hier ist der Sprungbutton, weil hier kannst du auch damit nach oben springen. Sie haben leider in der Standardbelegung für solche Jump'n'Runs, die haben nicht das typische Super Mario-Ding genommen mit auf der unteren Taste dann springen und dann, was weiß ich, Feuerball oder laufen auf Viereck, auf Y, hier ist es X. Du kannst nicht auf Gegner draufspringen. Okay. Du musst irgendwelche Sachen aufnehmen und dann werfen. Das ist ja wirklich nicht mehr so gut. Also ich meine, dem Spiel tut man vielleicht ein bisschen Unrecht, wenn die Spielgeschwindigkeit anders ist als hier, weil so kann es ja nicht gemeint gewesen sein. Ne? Ja, vielleicht täuschen wir uns jetzt da, aber ich würde auf jeden Fall sagen, das läuft zu schnell ab. Es gibt
Aber Rechte, du hast Mr. Nuts erwähnt, es gibt recht viele Amiga Jump'n'Runs, die sich auch so mal das Interesse halber sehr lohnen würden. Du findest so viele Euro-Plattformer da drauf, ja, und auch viele, die auf Mega Drive später umgesetzt wurden. Die meisten davon sind schon nicht so gut. Ich glaube, es war einer der Hauptgründe auch mit, warum ich später dann lieber auf dem NES und vor allem dann auf Super Nintendo gespielt habe, ja, weil die Qualität dieser Art von Spiele einfach sehr viel alter, sehr viel höher war auf dem, als auf dem Amiga. Sowieso, was Plattformer, was Jump'n'Runs angeht, du musst auf Schild, glaube ich, raufgehen, dann kommst du in den nächsten Level. Ja. Sowieso, ne? Was du auch hier hast. Also, ich habe das Gefühl, dass der Amiga 500 Mini zumindest nicht wirklich groß viel Delays hat, ja, was die Darstellung angeht. Aber es kann natürlich, es ist eine Emulation. Das heißt, du kriegst das Spiel nicht 1:1 raus. Es sind immer irgendwelche Millisekunden, die du an Verzögerungen, ja, das Berechnen des Bildes und so weiter hast. Es kann vielleicht das Bild von so alten Computergames verfälschen, die du an dem heimischen Fernseher gespielt hast. Ich habe den Eindruck bei Action-Games, dass ich da auf jeden Fall auf Konsolen auch heutzutage besser fahre, auch mit emulierten Lösungen, als viele von den Computer-Jump'n'Runs, ja, beispielsweise. Der C64 Mini, der hat ja auch eine Maxi-Ausgabe bekommen, smart, und der wurde immer wieder upgedatet von der Firmware. Mhm. Er hatte zum Beginn ein relativ großes Delay, das wurde aber immer besser. Okay. Mit der Zeit. Ich glaube, gerade als der Maxi rausgekommen ist, sollte das Delay technisch recht gering gewesen sein. Ich habe das Gefühl, dass der Maxi sogar sehr, sehr sauber läuft. Spielen wir noch mal was anderes, Craig. Wir müssen die Zeit jetzt nicht mit so minderwertigen Spielen vergeuden. Hier noch ein absoluter Hammer, wo ich die ganze Zeit schon drauf geschielt habe. Ist wahrscheinlich eines der besten Spiele auf dem Gerät, ne? Muss mal gucken, ja. Ich habe es damals auch ganz gerne. Nicht so gern? Doch, schon ganz gerne gespielt. Es ist so etwas, wie oft packst du solch gearteten Sportspiele noch mal später wieder aus? Hast wieder Start gedrückt. Natürlich auf Start gedrückt. Ja, da steht sogar Home drauf, da steht nicht mal Start drauf. Aber da, versuch mal 20 Jahre Kondition daraus, ja, 30 Jahre Konditionierung daraus zu kriegen, dass das Start ist für die Spiele. Ja, das ist natürlich ein Spiel, das würde man jetzt, wenn wir ein zweites Gamepad noch hätten, würden wir das mal gegeneinander spielen. Das spielst du natürlich nicht so alleine. Ja. Aber die Inszenierung, die Sprachausgabe, die Samples, die da drin sind, das Konzept auch cool. Also wirklich eine schöne Variante von so einer Art, ich würde jetzt mal sagen, futuristischem Handball, ja, oder so. Würde ich auch sagen, Handball gemischt mit Basketball so ein bisschen. Genau, was auch wirklich gut funktioniert hat, mit nur einer Taste zu spielen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Du musst mal auf Buy oder? Naja, okay, du kommst schon irgendwie. Dann geh mal auf Buy unten. Not enough cash. Escape. Und dann geht's los. Genau, dass du auch nur einen Button brauchst. Das ist dann quasi immer, wenn du nicht den Ball hast, ein Angriff. Und du konntest halt auch Punkte machen und besondere Sachen machen, wenn du diese Elemente an der Außenseite des Spielfeldes benutzt hast. Mhm. Ja, du musst dann genau diese Elemente abwerfen, dann hast du Multiplikatoren eingeschaltet, da sieht man diese Sterne, genau, die dann ausgegraut sind, die Items. Also gerade solche Future-Sport-Sachen, die nochmal ein bisschen was adaptiert haben, konnten schon sehr, sehr cool sein. Ja. Was ich hier gemerkt habe, ich habe ein paar Partien jetzt mit dem Gamepad gemacht. Das Spiel fand ich anstrengend, mit dem Gamepad zu spielen. Ja, nach einiger Zeit hat mir der Daumen tatsächlich nicht getan. Ja, stimmt, du musst, weil du ja sehr häufig die ganze Zeit auf dem Digi-Kreuz rumrührst, ist vielleicht ein bisschen hart schwergängig. Mhm. Ja, das könnte sich legen, wenn man mal länger mit dem Controller hier spielt. Das haben viele von diesen Retro-Game-Mini-Konsolen mit ihren Pads dabei, dass die vielleicht noch ein bisschen steif sind, weil die einfach so ungespielt sind. Ja, wenn man jetzt ein altes, klassisches Gamepad nimmt oder dafür benutzt, wird es wahrscheinlich ein bisschen weicher sein. Bei so einem Game habe ich eher mit dem Joystick eben gespielt und dann kommt so wohl die Gewöhnung nochmal dazu. Wer wohl das erste Tor machen wird? Gucken wir mal, ne? Multiplikatoren sind noch nicht aktiv. Ich natürlich. Du, ja, Brutal Deluxe. 20 Jahre nicht gespielt. 20 Jahre und trotzdem noch Platz 1. Aber der Torwart hat auch nicht gut agiert. Die Bitmap Brothers hatten eh ein sehr schön buntes Portfolio, ja, muss ich sagen. Ich hatte auch ganz vergessen, dass Kadaver tatsächlich von denen ist. Also das, was hier auch ist, das isometrische Zelda-like. Aber das, an das kann ich mich erinnern. Gods haben wir schon mal erwähnt. Chaos Engine natürlich. Was ja eben viele Jahre indiziert ist und zum Glück mittlerweile nicht mehr, dass man es hier auf der Collection auch dann drauf spielen kann. Xenon 2 haben sie gemacht. Das hätte ich gern vielleicht noch gesehen als Shooter. Ja, stimmt, das ist nicht drauf, ne? Lass uns noch mal, wir müssen. Also ihr habt jetzt, glaube ich, hier einen ganz guten Einblick bekommen. Mhm. Was ich noch gesehen habe, ein Spiel, was wir wahnsinnig viel gespielt haben, so in der Frühzeit des Amigas, auch ist das hier. Man muss fairerweise natürlich sagen, mach's mal rein. Grundsätzlich wäre Sensible Soccer das bessere, ja, Fußballspiel gewesen. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, ich werde mich jetzt auch Mama Practice, genau, unglaublich
dumm anstellen, weil es war sehr, sehr schwer, das Spiel einigermaßen kontrolliert zu spielen. Das musstest du sehr, sehr viel üben, weil der Ball quasi immer so vor dir herhoppelt. Genau, der Ball klebt nicht an deinem Fuß wie bei anderen Fußballspielen. Ich habe irgendwas gehört, dass du auch den Knopf gedrückt halten musst, damit der Ball dann besser gedribbelt wird, irgendwie sowas. Die Kickoff-Spiele sehr, sehr beliebt gewesen. Mhm. Ich persönlich war eher bei Sensible Soccer oder Sensible World of Soccer das Spiel dabei. Die kam natürlich deutlich später raus, muss man sagen. Ich durfte mir ordentlich was anhören im Internet, nachdem ich meine Fußballspielpräferenz da weitergegeben habe. Ich komme nämlich noch aus der bisschen älteren Generation, habe Micropro Soccer gespielt. Hammer Spiel, Micropro Soccer. Da musste ich lesen, also wer Micropro Soccer mag, der... Oh nee, das war doch toll. Das war toll, mit den Bananenflanken. Ja, aber das hatte leider so ein bisschen, also zumindest auf dem C64, wenn du so diagonal, es gab da so einen Trick, wo du immer den Torwart in die andere Richtung springen lassen konntest. So ähnlich wie man bei dem einen NHL mal immer, wenn man hinten ums Tor rumgefahren ist, konntest du danach ein Tor machen. Oder bei ISS 64 der Okocha-Trick. Ne? Ah ja, stimmt. Ja, wo du also den Ball mit dem Hacken über den Kopf hinten über den Torwart lupfen konntest. Okay, ich merke schon. Also ich kann auch nachvollziehen, wenn ich das Spiel gerade, warum ich das gerne mochte, weil es ist natürlich schön schnell, es sieht aus wie Fußball. Die Übersicht ist ein bisschen, trotz der Kleinheit des kleinen Pixel-Designs, ich habe das Gefühl gehabt beim Spielen, der Radar hat mir auch nicht so viel geholfen, da die Übersicht konkret zu behalten. Nee, das stimmt. Hätte ich gerne nochmal entweder ein bisschen weiter rausgezoomt oder wie bei... Gott, wie ist es dann? World Cup Striker oder sowas, dass es so ein bisschen angeschrägt ist. Ja, es ist halt wirklich ein altes Fußballspiel. Aber es war in den ersten Jahren, wo du wenig andere gute Fußballspiele hattest, war das schon toll. Ja. Das habe ich mir mal hier auch fürs NES gekauft. Die Konsolenfassungen davon sind richtig bekackt. Master-System müsste ich es auch gehabt haben. Das war auch damit drauf gewesen. Habe ich auch vergleichsweise recht viel dann gespielt. Darfst du auch nochmal was aussuchen? Ja, Fußball ist natürlich auch sehr wichtig. Eine Sache, was man hier vielleicht auch bei anderen Dingen gehört hat, der Amiga hatte natürlich gute Soundfähigkeiten, aber häufig war es so, dass du dich bei manchen Spielen entscheiden musstest oder vielleicht auch sogar gar nicht die Wahl bekommen hast, entweder Soundeffekte oder Musik, ne? Weil viel sonst die Soundkanäle nicht gereicht haben, um alles gleichzeitig darzustellen. Deshalb haben wir einige Spiele jetzt hier gehört, die relativ stumm gewesen sind oder nur Soundeffekte hatten. Mal gucken, von den anderen verbauten Sachen, Sentinel habe ich nicht verstanden. An Quack kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ey, ich dachte, ein anderes Spiel, da gibst so einen Enten-Jump'n'Run. Ich drücke mal auf Start. Ach, natürlich, falscher Start. Wo ist es? Aus der Folge, ihr könnt so locker noch 20 Minuten rausschneiden, in denen wir uns einfach verdrückt haben. Ja, aber das können auch die Zuschauer übernehmen. Dann können sie die Sonder-Ich-habe-mich-verdrückt-Folge dann machen. Wo ist Quack? Ist alphabetisch, ne? Bin ich dran vorbeigegangen. Da ist es so. Spiel starten damit. Es gibt einen Sidescrolling Jump'n'Run mit einer Ente, mit so einer Ninja-Ente. Und ich meine nicht Maui Mallard, sondern da gab es auch ein Amiga-Spiel. Okay. Dick the Duck, keine Ahnung, wie es gewesen ist. Das ist ein Single-Screen-Platformer. Kann nicht sein, dass das bei jedem Spiel passiert. Es passiert jedes Mal. Single-Screen-Plattformer, so ein bisschen Bubble-Bobble, will ich jetzt sagen. Okay. Na, also ganz, ganz dezent. Du bist diese kleine Ente und du wirfst Eier. Sehr Bubble-Bobble-ig. Na, wirkt dann, also du musst dann alle Eier einsammeln und dann kommt der, was wir springen hier, da springt. Das scheint die aktualisierte 8-Bit-Plattformer. Ich vermute, das war ein C64-Spiel. Und dann hat Team 17 das Anfang der 90er nochmal aktualisiert. Könnte sein. Es ist anscheinend aber doch recht beliebt gewesen, weil einige Leute kannten es. Es sieht ganz gut aus, es macht Spaß. Mach ruhig mal einen zweiten Level. Blau und rot sind die Tasten. Ich glaube, Eier kannst du werfen, so viel du lustig bist. Du musst aber einmal durch die Früchte durchgehen. Erst dann sind sie passierbar für dich und die Gegner. Auch ein bisschen wie eine frühe Version von Towerfall. Oh ja, der Stil, ne? Mit den Plattformen und alles. Und es regnet, es regnet Zitronen und Trauben. Was ist denn meine Lebensenergie? Weiß man nicht so genau, ist es ne? Single Death? Nö, ich bin auf jeden Fall schon getroffen worden. Und wie kriege ich jetzt hier die Mauer kaputt? Versuch mal nach unten und zu... Nee, unten jumpen ist es wahrscheinlich dann nicht, ne? Nee. Aber du kannst schon raus. Alter? Ja, hab ich gesehen. Ah, da. So, jetzt ist es tatsächlich. Auf. Ich glaube, ich verliere meine Klamotten, wenn ich getroffen werde. Oh. Warum denn auch immer? Erstmal, warum hat eine Ente Klamotten an und warum kann sie verlieren? Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das mal ein bisschen länger zu spielen. Also solche Single-Screen-Plattformer gibt es auch ein paar sehr schöne auf dem Amiga. Also Bubble-Bobble-Ports und solche natürlich mit auch. Ich weiß nicht, ob du mal Rotland gespielt hast. Sagt mir vom Namen was. Ist auch so ein Single-Screen. Oh, du bist so ein kleines Okay, die Totenköpfe machen mich tot. Das überrascht mich jetzt, aber
Irgendwie auch jetzt nicht. Weißt du Bescheid. Rotlands ist auch ein Arcade-Game gewesen, was tatsächlich meines Erachtens auf einem Amiga seine bessere Version sogar, besser als in den Arcades. Mhm. Da läufst du Singlescreen herum und musst Gegner mit so einem Zauberstab nehmen und hin und her schleudern. Ah, ja. Also eigene Leitern hoch und runter machen. Es gibt auch eine super gute Bonk-Version, von auf dem Amiga. Ich kann nicht schießen in dem Schacht hier. Oh, kannst nicht schießen im Schacht. Vielleicht hast du nicht genug, hat man noch nicht unbegrenzte Eier. Von Factor 5 übrigens. BC-Kit. Gab es nicht auch Magic Pockets noch auf dem Amiga? Sagt dir das noch was? Ja. Das könnte auch so ein Single-Spiel. Es klingelt auf jeden Fall was. Also, es gibt wirklich sau viel, was man. Oh, also, ich glaube, das sparen wir uns. Dr. Bong ist auf Platz 3, das finde ich gut. Fabian, eintippen. So. Wollen wir mal weiter gucken? Ja. Ich finde, hier sieht man noch so ein bisschen die C64-Herkunft aus diesem Bildschirm. Oder man hat bewusst diesen Stil gewählt. 93 ist aber rausgekommen. Ey, irgendwas, also aber in der Beschreibung eben stand ja, dass es ein aktualisiertes 8-Bit-Spiel sei. Genau, dieser aktualisierte 8-Bit-Puzzle-Plattformer. Was war denn nochmal Project X? Project X ist ein Side-Scrolling-Shooter. Ah ja. War auch von Team 17? Sagt nichts hier dazu. Müsste auch von Team 17. Jetzt habe ich nochmal Quark gewählt, nachdem ich da draußen war. Das wird euch nicht viel anders gehen, wenn ihr den 500 Meter so rote Taste für starten. Ist aber auch schon die aktualisierte Fassung. Da habe ich eher solche Sachen wie Cross-Out gespielt, muss ich sagen. Mhm. Katakis gab es natürlich auch dafür, oder R-Type. Und Apydia. Apydia, auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Quasi Gradius mit Bienen und Ameisen. Ich würde hier mal, weil es tatsächlich recht schwierig ist, auf den, ich glaube, Rookie-Mode heißt es. Das ist also nicht so knallhart ist. Start-Game. Weil es hier so, das ist eins dieser typischen One-Hit-Kill-Games. Ja. No? Und das ist auch schon die aktualisierte Fassung. Die Urfassung war nämlich sogar noch härter. Okay. Als das. Die gab es auch von Amiga? Ja. Also mit Team 17 hat man anscheinend einen Exklusivvertrag oder so abgeschlossen. Sehr viele von deren Games sind dabei, aber zum Glück hast du eben auch einige Klassiker, Wii Worms. Aber echt krass von Gradius geklaut, ne? Ja. Auch unten mit diesem Upgrade-System, was man da hat, das ist doch das, oder? Dass man jetzt. Ja, ist ja 1:1 geklaut. Ist am Anfang sehr viel hier dazu nehmen können. Aber nicht schlecht technisch. Ja, technisch haben sie es echt ganz nett gemacht. Wir haben vielleicht auch ein bisschen, hier sollte ich wohl noch mal mehr von dem Filter aufschauen. Schnell tatsächlich. Ja. Wir werden kurz vor Ende gleich auch noch mal auf die Funktion mit den eigenen Spielen eingehen und da mal auf die speziellen Einstellmöglichkeiten. Hm. Hier hast du nämlich, wie gesagt, leider, also ja, Shooter spielen und parallel erklären, das ist sehr, sehr schwierig. Selbst in meinem gehobenen Alter kriege ich das nicht so gut hin. Mhm. Du hast innerhalb der verdammte Taste. So, innerhalb der Menüs. Hier neben den Anzeigeoptionen, die wir hier hatten, nicht so ultra viel, was du hier einstellen kannst. Du kannst die Mausempfindlichkeit ein bisschen anpassen, wobei ich die schon ganz gut gefunden habe. Das hier stellt ein, ob die LED-Leuchte dann auch grün aufleuchtet für den super cool. Zugriff. Das ist ja auch ein cooles Ding. Aber es imitiert nicht die Geräusche vom Amiga, oder? Nee, die Geräusche leider nicht. Es gibt manche Emulatoren, die das tatsächlich in den Ingame-Sound mit verbauen. Muss man sich aber erstmal so ein bisschen gewöhnen. Systeminformation, bisher nur die 1.0.0-Firmware drauf, aber da sollten erfahrungsgemäß noch weitere kommen. Werkseinstellungen zurücksetzen. Der Expertenmodus hier, das taucht nur auf, wenn du einen USB-Stick mit eigenen Games angeschlossen hast. Dann kannst du nämlich diese Spieleinstellungen für Experten aktivieren, was im Grunde ein Teil von typischen Emulatoren-Settings dann betrifft. Da die verbauten Spiele händisch quasi jede ideale Einstellung für die Leute getroffen wurde. Also, dass sie geschaut haben, hey, wie sollen die Tasten belegt sein? Wie ist der Bildausschnitt? Wo wird vielleicht ein bisschen beschnitten? Wie wird reingezoomt? Das hast du natürlich bei eigenen Spielen hier nicht. Und dadurch, dass ich einen USB-Stick angeschlossen habe, wenn da jetzt hier mal drauf eingehen, der taucht dann zwischen den Spielen hier auf. Der wird dann auf die, der wird auf die Verzeichnisstruktur hier gemacht. Du musst einmal dieses WHD-Load-Paket heißt das. Das ist quasi so eine Art Systemsoftware, die dann dafür da ist. Die musst du einmal in diesem Ordner auf den USB-Stick draufspielen. Kannst du von der Webseite herunterladen und die enthält dann Informationen, dass die Spiele dann verwendet werden können. Und dann packst du deine Games in einen Ordner dann rein. Zum Beispiel ist hier eben dieses Citadel, was ich hier dazu gepackt habe, Gods, was ich nochmal dazu bekommen habe. Ich habe mal ein paar meine
eigenen Spiele beigesteuert, wie Turrican und KGB. Ich glaube, das kennst du auch ganz gut. KGB, es war eine Da hattet ihr mal eine Podcast-Folge gemacht, ne? Oder? Ja, war ich nicht beteiligt dran, aber ja, die Kollegen haben das mal gemacht, bei Stay Forever. Auch eins, das ich sehr lange gespielt habe, tatsächlich ein Point-and-Click-Adventure. Plus, ich habe mal runtergeladen, es gibt einen inoffiziellen Metal Gear 1 HD-Port, wird es genannt, also von dem MSX-Metal Gear auf den Amiga. Eines der Dinge ist, du kannst nicht eigene Disketten-Images, also nicht diese ADF-Files, die du kennst, dann hier reintun, weil die jetzt nicht einzeln eingeladen werden können. Die müssen also in diesen Festplattenpaketen sein. Mhm. Die erkennst du an, ich starte mal kurz hier damit, die erkennst du an der Endung .lha. Das ist ein gepacktes Format sozusagen. Das enthält dann die Struktur des Spieles, des Inhaltes sozusagen, wie es in, von der Festplatte dann drauf wäre. Wenn ich jetzt hier ein Spiel reintue, was zum Beispiel gar nicht drin ist in der Liste, was ich gerade ausprobieren wollte, was in diesem WHD-Load-Paket, weil das war einfach, ich habe es von der Webseite des Machers dann runtergeladen, das ist hier Citadel, das ist egal, bei dem funktioniert's. Metal Gear konnte ich gar nicht laden, weil es gar nicht in dieser Liste vorhanden gewesen ist und es muss anscheinend irgendwie vorbereitet und aufbereitet sein. Weil man es eben da kurz in dem Ladebildschirm anhand des Logos gesehen hat, dass da A500 stand. Wir sagen ja die ganze Zeit hier so selbstverständlich Amiga 500 Mini. Das Gerät heißt gar nicht so, ne? Das ist, hat doch wahrscheinlich auch einen Lizenzgrund. Das heißt A500 Mini ohne Amiga. Ja, ich kann nicht sagen, ob da irgendwie die Marke geschützt ist oder ob das einen anderen Grund hat, aber es heißt eigentlich The A500 Mini. Ja. So wie The C64 Mini oder wie es auch immer da genannt wurde. Aber das Wort Amiga wird dann nicht dann irgendwie trotzdem vermieden in den Spielen. Also irgendwo liest du ja immer noch Amiga. Ja. Na, also irgendwas, es hat wohl irgendwie lizenzrechtliche Gründe, aber niemand wird uns missverstehen, wenn wir Amiga 500 Mini sagen. Interessanterweise, ich hatte vor der Folge noch ein anderes Systemsoftware-Paket draufgetan. Es kann sein, dass deshalb jetzt Citadel nicht läuft. Na, also jetzt gleich in ein kleines Problem hier reingekommen. Aber normalerweise mit dem Festplattenpaket, mit der Software von der Webseite, sollte es funktionieren. Wir können mal Turrican sonst anmachen. Wir können Turrican aber mal anmachen. Das ist das Turrican eben, was nochmal auf dem Amiga 500 rausgekommen ist. Interessanterweise eigentlich fürs Mega Drive ja nur gemacht von Factor 5. Mega Turrican wurde dann von Factor 5 und Kaiko, glaube ich, das war ja auch ein Entwickler, der Pydia unter anderem gemacht hat, als Turrican 3 Payment Day portiert. Ja, stimmt. Auf dem Amiga. Ich habe hier mal die Steuerung so eingestellt und ich gebe das dir mal, Fabian. Funktioniert wie Super Mario. Drück nochmal auf Start einfach, da geht's wieder weiter. Hier nochmal? Ja. Das kann echt nicht wahr sein. Also rot und grün. Dass du springen und schießen kannst. Geh ruhig auf Start. Und da war ich sehr beeindruckt, wie gut das Ding gelaufen ist, ne? Du sollst also schießen können mit Viereck. Alles. Genau, gedrückt halten ist dein Grappling-Hook. Und ich habe mal die Space-Taste auf die L- und R-Buttons gemacht, damit du dein, deine Smartphone probieren müssen, aber ja. Die waren schon cool auf Amiga, die Spiele. Ja, super gut. Sowieso auch die ersten beiden natürlich ganz zeitlos, aber auch der dritte, auch wenn er ein bisschen linearer war als die ersten beiden, wobei auch nochmal verschlungen genug, war trotzdem sowohl auf dem Amiga als auch auf dem Mega Drive ein sehr, sehr schönes Spiel. Hatten wir gemeinsam hier, wir hatten eine Let's Play Session gemacht mit der Turrican. Ja, es ist mir gerade auch eingefallen, während ich das spiele. Und ich sehe jetzt gerade, Gregor, dass unsere Zeit gleich schon am Ende ist. Ich habe das Gefühl, es gibt noch so viele Amiga-Spiele, über die wir sprechen könnten. Wenn du irgendwann mal kein Retro-Club-Thema mehr hast und wir lassen das Gerät mal ein paar Monate oder so auf dem Markt sein und gucken dann mal, wie sich das entwickelt, dann machen wir nochmal eine zweite Session und gucken uns mehr Amiga-Spiele an, weil wir haben ja echt jetzt das nur oberflächlich angerissen. Ich finde aber insgesamt, nachdem ich es jetzt mal gesehen habe, ich weiß, dass das Spiele-Line-Up des Gerätes sehr stark kritisiert wird. Da sind aber schon ein paar echt gute Spiele dabei. Klar, da sind auch Füller mit drin. Was muss ich denn nicht machen? Du musst den Schuss gedrückt halten, damit du den Grappling-Hook kann, ne? Genau, und oben du siehst, wo du dich da dran hakeln sollst. Ja, ich bin leider zu doof gerade. Wie mache ich das denn wieder weg? Mal kurz her, das ist leider ein bisschen komplizierter bei dem Spiel dann hier. Du musst lang genug auf den Schuss gedrückt halten und dann geht es weg. Du musst also erstmal gedrückt halten, dann loslassen, damit es hier hingeht. Dann musst du erstmal Schwung aufnehmen. Richtig schön dynamisch und intuitiv. Richtig schön dynamisch, das funktioniert auf der Konsole natürlich erst ein bisschen besser. Und dann gedrückt halten und springen dabei. Du musst es super gut timen, weil ansonsten funktioniert es leider nicht so gut bei dem hier. Du hast absolut recht, Fabian, es sollte auch ein kleiner Eindruck jetzt hier sein, nachdem ich ein paar Erfahrungen mit dem Amiga gesammelt habe und du natürlich auch mal sehen kannst, das Interessierte, was an dem Gerät hier so dran ist. Ich werde auch in Zukunft noch mal ein bisschen mehr Amiga-basierte Folgen machen. Da gibt es nämlich gerade auch in Sachen Rainbow Arts. Ne? Also es bleibt ja nicht nur bei Turrican, sondern die haben ja auch, oder Gianna Sisters, sondern die haben auch ein komplett anderes Portfolio an Mehrspielen gemacht.
Und du kannst nicht glauben, was für andere Spiele die abgekupfert haben. Okay. Es gibt so viele mehr, die sie einfach dann 1:1 auch selber übernommen haben. Sowas in der Richtung oder auch andere viele Highlights, da bist du natürlich auch gerne eingeladen, wenn wir es dazu machen. Was ist so vom ersten kurzen Spielen jetzt hier so dein Eindruck? Weil 130 Euro sind 130 Euro. Würde dich das trotzdem interessieren? Ich weiß nicht. Es gibt halt so viele Mini-Konsolen. Ich finde es schon cool. Das wirkt in jeder Hinsicht kompetent. Die Hardware, klar, die ist klein, fühlt sich aber gut an, hat ein paar echt nette Ideen, dass es zum Beispiel auch dieses Lampenverhalten emuliert. Finde die Anzahl der Anschlüsse grundsätzlich erstmal ausreichend. Finde das, was ich an Emulationsqualität jetzt gesehen habe, gut. Das muss dann, letzten Endes kann man keine pauschale Kaufempfehlung oder Warnung aussprechen. Ich glaube, jeder muss für sich selber wissen, was für ein großer Amiga-Fan bin ich, wie oft werde ich die Sachen wirklich spielen. Will ich mich dann selber auch damit befassen, gegebenenfalls diese Bibliothek zu erweitern. Aber ansonsten, ich finde es ein schönes Tribut für einen echt tollen Heimcomputer, der Amiga mal war, bevor das Ganze dann relativ schnell ja den Bach runtergegangen ist. Ist mein Eindruck erstmal positiv. Ob ich es mir jetzt selber kaufen würde, I don't know. Vielleicht müsste ich nochmal 2-3 Mal drüber schlafen. Und irgendwann denkst du auch wieder, ist diese Phase wieder vorbei, wo du denkst, jetzt würde ich mal wieder Amiga spielen und dann steht es ein Jahr im Schrank. Ich weiß es nicht, aber mein Eindruck ist ganz cool. So wie wir leider vielen Miniaturkonsolen, ja. So cool die alle sind und man beschäftigt sich natürlich auch mit dabei. Also ich habe natürlich auch noch mein Interesse durch den Retro-Club jetzt hier, aber weil ich allgemein gerne noch mal in Nostalgie schwelgen möchte und ein bisschen so technisch interessiert bin. Also ich bin schon okay damit, dass ich mir den jetzt gekauft habe. 130 Euro sind schon eine ordentliche Stange Geld. Und es wird natürlich umso rentabel, wenn man dann selbst seine Spiele beisteuern kann, weil die 25 Games werden nicht jedem dann gefallen. Es gibt aber wirklich so viele coole Games und die Emulation zum Bauqualität ist relativ einwandfrei. Mhm. Und Schola kann man auch halt nach Alternativen gucken, wenn einem die Variante jetzt hier nicht gefällt. Ich wäre vielleicht sogar noch im Markt, wobei das wahrscheinlich sehr teuer werden würde am Ende, wenn Amiga 500 Maxi rauskommt. Mhm. Also was die da an Plastik dann benutzen müssen, um diesen riesigen Klopper dann bereitzustellen. Aber es wäre schon ganz cool, wieder so einen klassischen Amiga zu haben. Ich hätte es auch okay gefunden, weil das Diskettenlaufwerk ist ja auch nur Attrappe. Wenn die, was weiß ich, Spiele in so Miniatur-Diskettenattrappen verkaufen. Ja, das habe ich vorhin gedacht, wie cool das ist mit diesem kleinen Schacht hier, aber kannst du vielleicht einen Butterkeks jetzt reinschieben, aber das ist auch das Einzige. Ja, da geht's leider nicht allzu viel. Also ich kann keine pauschale Empfehlung aussprechen, rein von der Qualität her ist schon in Ordnung, aber du kannst nicht sagen, hey, nur weil es cool gemacht ist, gibst du dann auch 130 Euro dafür aus. Ich werde aber weiter das Gerät dann ausprobieren, behalten und du weißt ja auch nicht, was die ganze Fanszene dann daraus macht und eventuell kommen dann auch noch, selbst dieses VHD-Load-Paket, da haben Fans sich schon hingesetzt und geschaut, dass das kompatibler wird von Spielen hier von Haus aus. Mhm. Es soll wohl auch dann der Support für klassische Disketten-Images wohl noch kommen. Okay. Also, dass du ADF-Images dann reinladen kannst, so wie du es mit solchen Emulatoren wie WinUAE kennst vom PC her. Also, dass du ein bisschen flexibler bist und nicht diese Festplatten-Installationspakete brauchst. Und das würde wirklich nochmal das Gerät attraktiver machen. Du bekommst nichts damit, was du nicht vielleicht auch mit PC-Software und anderen Sachen dann machen kannst. Aber alleine, dass du es eben als Paket hast, was von Haus aus einigermaßen rund läuft. Das ist schon relativ viel wert. Ne? Ja. Und es ist cooler, sowas einfach mal an dem Fernseher direkt angeschlossen zu haben, ein Gamepad dran oder ein Joystick und dann spielt man mal für eine Runde. Es will ja auch nicht jeder da rumfrickeln dann und sagen, ja klar, ich kann das auch mit meinem Emulator am PC, da muss ich nur 3 Stunden konfigurieren und dann sieht das noch besser aus. Ja, das stimmt natürlich alles, aber für so eine Plug-and-Play-Lösung ist es halt das Gleiche, wie es bei Super Nintendo Mini und all den anderen auch war. Dafür ist sowas schon ganz gut geeignet. Eben, und da passt es auch, dass wir den Level geschafft haben, haben wir auch einen schönen Abschluss hier. Dann bedanke ich mich bei dir, Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Gregor. Gerne, wenn wir dann mehr machen, aber auch gerne zu anderen Themen, wenn wir die Gelegenheit finden. Da gibt es bestimmt einiges, was wir machen können. Ihr könnt gerne auch an den Supporters Club denken. Der macht es möglich, viele Formate hier auf dem Sender umzusetzen. Und für die Leute, die es schon machen, da sagen wir extra Danke. Ihr wisst Bescheid, wir haben das Merch, wir haben das Retro-Club-Buch und natürlich viele andere schöne Formate, die ihr euch angucken könnt. Hier. Absolut. Alle eure Fragen zum Amiga 500 Mini gerne nochmal hier unten oder anmerken oder Erkenntnisse. Auch gerne eure Lieblingsspiele aus der Zeit, weil jeder hat eigene Erinnerungen. Da bin ich ganz gespannt darauf. Vielleicht können wir auch mal eine weitere Folge mit euren Games dann machen. Gerne. Dann sagen wir Danke und wir sagen Tschüss, bis dann. Tschüss.